Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Karneval. Ja, Karneval findet auch in Leverkusen statt. Muss man klar sagen, sind mitten drin. Sicherlich auch mit den Höhepunkten hier in Leverkusen, Weiber Fastnacht in Schlebusch und den Zügen, die von Freitag bis Montag sind. Also eigentlich jeden Tag irgendwo im Stadtgebiet Karnevalszüge stattfinden. Wir haben uns in diesem Jahr wie in den Jahren zuvor natürlich intensiv mit allen Dienststellen damit befasst. Und im Ergebnis muss man natürlich auch sagen, die Silvester nach in Köln springen natürlich auch nach Leverkusen rüber. Und die dort wirklich inakzeptablen Zustände mussten wir betrachten, auch in der Einsatzkonzeption für Leverkusen. Und wir haben von daher alles nochmal hinlänglich überprüft und wir glauben, sind sehr gut aufgestellt. Wir haben drei wesentliche Phänomene, die Karneval eigentlich immer wieder auftreten, die wir bekämpfen müssen. Das ist erstens Alkohol und Gewalt, das passt einfach immer zusammen. Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre findet einfach ein sehr exzessiver Alkoholkonsum statt, mit den damit verbundenen Auslösungen für Sicherheitsstörungen, insbesondere natürlich bei denjenigen, die diese großen Mengen an Alkohol überhaupt nicht gewöhnt sind. Wir rechnen deshalb schon in den Vormittagsstunden mit entsprechenden Störungen, mit entsprechenden vor allen Dingen stark alkoholisierten Personen, die Hilfe bedürfen. Wir werden die in Zusammenarbeit mit der Stadt, mit den Jugendämtern und auch mit den Rettungsdiensten vor Ort betreuen. Und wir weisen natürlich an der Stelle auch dahin, wer schon frühzeitig stark alkoholisiert ist, überhaupt auch im Laufe des Tages stark alkoholisiert ist, ist natürlich nicht nur auf der einen Seite geneigt, der eine oder andere Gewalt auszuüben, sondern was mindestens genauso schwerwiegend ist, sehr schnell als Opfer von Gewalttaten oder von sonstigen Straftaten anzusehen. Von daher empfehlen wir, sich in Gruppen aufzuhalten, dem Alkohol nicht so weit zu sagen, dass man sich nicht mehr in der Lage ist, dieser Dinge zu organisieren und vor allen Dingen im Vorfeld sich Gedanken zu machen über Hin- und Rückreisen. Wir müssen aber auch natürlich damit rechnen, dass in der Folge von Alkohol wir müssen, dass zu entsprechenden Streitigkeiten und körperlichen Auseinandersetzungen kommt. Hier sage ich ganz klar, wir werden erkannten Gewalttätern keinen Raum lassen. Wir werden versuchen, so schnell wie möglich und so früh wie möglich zu intervenieren, um hier die Situation so schnell wie möglich auch zu entschärfen. Wir sind dafür vorbereitet und von daher auch die Bitte an alle, wenn Gewalttätigkeiten zu erkennen sind, sich möglichst aus diesen Bereichen zu entfernen, sich nicht in solche gefährlichen Situationen hineinzubringen. Zweite klang schon durch, immer wieder bei Karneval auch leider feststellbar, ist das Problemfeld der Eigentumsdelikte. Wir haben einen Straßenkarneval, der wer ihn kennt, der weiß, hat vieles, wie man vorhin schon gesagt hat, viel mit Schunkeln, viel mit Enge zu tun, mit engen Räumlichkeiten zu tun. Und die Enge, der entsprechende Körperkontakt führt eben leider auch dazu, dass der eine oder andere diese Situation ausnutzt und im Gedränge versucht, diese Gelegenheit zu nutzen, um sich dem Eigentum des anderen habhaft zu machen. Und von daher die Bitte auch an die Karnevalisten, mal Gedanken zu machen, was muss ich mitnehmen zum Karneval, was muss ich an Wertsachen dabei haben, das ist das eine. Und das zweite natürlich auch die Frage zu stellen, kann ich die Gegenstände, die ich mitnehmen muss, so sicher am Körper tragen, möglichst eng am Körper tragen, dass es auffällt. Und der dritte natürlich, jeder sollte sich Gedanken machen, wenn der direkte Kontakt da ist, normales Menschengefühl, Menschenkenntnisse, ist das jemand, mit dem ich gerne schunkel oder ist das jemand, mit dem ich vielleicht dann doch mal ein bisschen Abstand halte. Und ein ganz großer Hinweis, wir haben leider auch nicht nur Karneval, nicht nur Eigentumsdelikte an Karnevalszug oder an Karnevalveranstaltungen, sondern auch jeder weiß, dass Eigentumsdelikte immer ein großes Problem sind. Und an Karneval wissen auch Täter, dass viele auf der Straße sind, eben nicht zu Hause sind. Von daher einfach auch nochmal über Sicherung ihrer Wohnung nachdenken. Ein drittes Problem, sicherlich ganz besonders durch die Ereignisse rund um Silvester bekannt geworden, ist die sexuelle Belästigung oder überhaupt Sexualdelikte rund um Karneval. Die gibt es in jedem Jahr. Im Zeitraum von Weiber Fastnacht bis Rosenmontag gibt es Sexualdelikte, leider auch hier in Leverkusen. Die gibt es, die sind nun mal da und darunter gibt es einfach alles von tatsächlich von Vergewaltigungen über Nötigung, exhibitionistische Handlungen etc. Wir müssen auch in diesem Jahr damit rechnen.
Aber in der Dimension, wie es in der Silvesternacht in Köln passiert ist, hoffen wir, dass es einfach auch in diesem Jahr nicht kommt. Wir haben aber mit der Stadt zusammen und insbesondere mit der Frau Wittlohn und mit der Stadt Köln zusammen uns Gedanken gemacht. Wir haben einen entsprechenden Flyer zum einen entwickelt, der an die Leute hinausgeht und die Stadt Köln und die Stadt Leverkusen und die Polizei in Köln. Wir haben aber auch ein entsprechendes Papiersicherheit für Frauen entwickelt, was in Zusammenarbeit mit der Stadt Köln, was unisono gilt, auch für die Stadt Leverkusen. Da ist die Frau Wittlohn, glaube ich, gerade noch in der Bearbeitung. Das wird auch den Internetpräsentationen der Polizei Köln und der, ich denke, auch der Stadt Leverkusen demnächst eingestellt, wo es einfach ein paar Tipps von uns sind, wie man sich verhalten kann, wie man im Grunde genommen sicher durch den Karneval hindurchkommt. Das ist online, ja? Ja. Wir werden alle auf der anderen Seite natürlich alles in unserer Macht Stehende tun, um das zu verhindern. Aber in die Menschenmasse, wir können nun mal leider nicht neben jedem stehen. Wir werden es nicht zu 100% verhindern können. Das ist immer auch eine Grenze der polizeilichen Handlungsfähigkeit. Dann ein Thema, was sicherlich auch immer in den Köpfen ist, die Gefahr terroristischer Anschläge. Die sind seit 2008 in Überlegungen integriert, dass es einfach dazu kommen kann. Deutschland liegt unverändert im erklärten Zielgebiet des islamistischen Terrorismus. Wir haben aber derzeit keine Erkenntnisse über bevorstehende Anschläge in Köln und Leverkusen. Wir werden aber vor dem Hintergrund der Pariser Ereignisse ganz besonders damit auseinandersetzen. Es gibt viele Absprachen mit den Veranstaltern. Wir sind in engem Kontakt miteinander, wenn Erkenntnisse einfach kommen sollen, die auch kurzfristig sein können, dass wir da entsprechend tätig werden. Und eine Bitte an die Teilnehmer, achten Sie auf Ihr Umfeld, schauen Sie genau hin, was passiert in meinem Umfeld. Und eine Bitte auch an die Jicken bei der Wahl des Kostüms, das sollte man ruhig ansprechen, mitgeführte Gegenstände, alles zu vermeiden, was zur Beunruhigung beitragen kann. Dazu gehören mit Sicherheit, auch wenn es zur Verkleidung passt, täuschend echt aussehende Bombenattrappen oder täuschend echt aussehende Waffen. Die sollte man vielleicht mal drauf verzichten und zum einen beunruhigt vielleicht den einen oder anderen Mitfeiernden, der sich dann an uns wendet. Zum anderen werden wir diesen Dingen natürlich auch in jedem Fall auch konsequent nachgehen und die Leute dann entsprechend auch ansprechen, um dann auch diese Gefahr letztendlich zu beseitigen. Da sind wir schon sehr sensibel. Ja, also in dem Ergebnis werden wir haben, wir werden wie immer alkoholbedingte Ereignisse haben, alkoholbedingte Ausschreitungen haben, wir werden Karnevals typische Erscheinungsform der Kriminalität haben, das ist immer so. Auch Gewalttätigkeiten werden wir von einzelnen Personen haben. Letztlich kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass in der Silvesternacht beobachtete Phänomen der sexuellen Belästigung regelmäßig da ist. Das Ganze ist bei uns in ein Einsatzkonzept eingeflossen. Wir haben insgesamt intensiv darüber nachgedacht, wir haben auch mit der Stadt die Dinge alle vorgesprochen und wir haben uns entschlossen, im gesamten Stadtgebiet Köln oder Köln und Leverkusen die Einsätze insgesamt zusammenzufassen. Es wird also eine Gesamtführung für große Teile des Karnevals geben. Unabhängig davon werde ich selber die Einsätze führen am Altweibertag und am Karnevalsamstag. Weil Karneval Samstag hier in Leverkusen dann eben auch noch ergänzend dazu kommt, das Spitzenspiel der Bundesliga. Sehr, sehr passend im Vergleich zu sonstigen Jahren. Nicht um 15.30 Uhr, also fast zeitgleich mit dem Zurückklebus, sondern dieses Jahr wunderbar hinten dran. Sodass also auch jeder die Gelegenheit nutzen kann, nach dem Tag erst zum Karneval zu gehen, dort zu trinken und dann anschließend zum Fußball. Die Stärke der eingesetzten Kräfte, Führungsebene und so, auch die Führungsebene werden jeweils angepasst. Da haben wir uns also wirklich insgesamt sehr, sehr weite Gedanken gemacht. Sicherlich gibt es da Unterschiede, ob wir Altweiber nehmen, was auch die Stärke der Polizei angeht, oder eben die Karnevalszüge von Hittorf über Schlebusch, Miesdorf und auch da. Der Kräfteansatz ist im Vergleich zu den Vorjahren erhöht worden. Wir sind sowohl in der unmittelbaren Bearbeitung der Karnevalseinsätze, als auch in der Bearbeitung der allgemeinen Einsatzanlässe verstärkt herangegangen, mit sehr unterschiedlichen Verstärkungen, also das geht von bis. Und dazu werden auch durch das Innenministerium unter anderem auch unsere
Auszubildenden zur Verfügung gestellt in einigen Tagen. Wir haben das bewährte Muster der Sicherheitskonzepte für die Züge. Das haben wir auch übernommen für Altweiber, sodass ich also auch da sage, da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Was ich meinen Mitarbeitern, meinen Kräften gesagt habe, dass wir die Einschaltschwelle ganz weit nach unten haben. Also ich möchte ganz frühzeitig auf die Menschen eingehen, ganz frühzeitig Konflikte minimieren und mit einer ganz niedrigen Eskalationsstufe ein. Und für diesen Zweck, Gesamteinsatzstärke, haben wir in die gesamte Polizei Köln sich auf den Gewahrsamnahmen, Festnahmen für bis zu 400 Personen eingestellt. Wobei wir in dem Gesamtkonzert dann der Kölner dann auch entsprechend draußen. Im Vorfeld haben wir gegen 8 Personen hier, die uns im letzten Jahr sehr schlecht aufgefallen sind, Bereichsbetretungsverbote erlassen. Das heißt, die dürfen an Karneval in diesem Jahr nicht teilnehmen. In Leverkusen. In Leverkusen. Und 10 Personen haben wir sogenannte Gefährderansprachen. Das heißt, das sind Leute, auf die wir ganz persönlich nochmal zugehen, denen wir darauf hinweisen, wir haben euch im Auge. Und darüber hinaus, das, was wir auch in den vergangenen Jahren schon gemacht haben, werden wir auch in diesem Jahr, wenn sich jemand im Karneval entsprechend schlecht benimmt, entsprechende Bereichsbetretungsverbote für die Folgeteile aussprechen. Also das heißt also, wer beispielsweise am Altweibertag als erstes ganz schlecht auffällt, für den ist Karneval an diesem Tag beendet. Diese Bereichsbetretungsverbote sind mit entsprechenden Zwangsgeldern verbunden, wenn man den zuwider handelt. Ja, zum Schluss kann ich einfach nur sagen, trotz aller Vorbereitungen können wir nicht überall und zu jeder Zeit da sein. Das ist einfach unmöglich. Von daher müssen also auch die Jecken ein bisschen was dazu beitragen zu ihrer Sicherheit. Sollten Sie Dinge haben, sollten Sie die Jecken irgendwas feststellen, sollten wir dringend, teilen Sie es über Notruf mit oder gehen Sie auf die Kolleginnen und Kollegen zu, die im Karneval eingesetzt sind, teilen Sie es ihnen mit. Insbesondere auch, wenn Sie Straftaten feststellen. Nur bitte haben Sie auch Verständnis dafür, dass die Kolleginnen und Kollegen, die an den Zügen stehen, nicht in der Lage sein werden, die Strafanzeigen vor Ort unmittelbar alle aufzunehmen. Wir haben dafür die Möglichkeiten der Strafanzeigen, der Aufnahme von Strafanzeigen auf den Wachen Wiesdorf und Opladen deutlich verstärkt, sodass wir versuchen werden, so viel wie möglich, so schnell wie möglich die Anzeigen dann auch dort aufzunehmen. Das ist leider und sicherlich auch aufgrund der Gegebenheiten vor Ort nicht immer möglich, aber auf den Wachen sehr wohl und wir werden dafür sorgen, dass irgendwie da die Anzeige auch möglich ist. Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, die Wupsi und andere werden sicherlich entsprechend getaktet auch zu den Veranstaltungen fahren, ist immer besser als die Verkehrsmittel zu nehmen. Und der PP Köln hat aktuelle Informationen stellt er über Internet, Facebook, Twitter, also auch wir nutzen diese modernen Medien. Und von Montag, 1. Februar bis Karnevalsdienstag wird es ein Bürgertelefon geschaltet in PP Köln. In der Regel zwischen 9 und 18 Uhr, Altweiber Sonntag und Montag zwischen 9 und 22 Uhr der Telefonnummer 0221 229 und 4 mal die 7. Ja, soweit zu unserem Konzept. Fragen stehe ich natürlich gerne zur Verfügung. Ich wünsche einfach allen nur ein friedliches Karnevalsfest. Ich hoffe, das kriegen wir alle gemeinsam so geschaukelt.